Hallo und freundliches Willkommen hier bei unseren Hauptstadtgesprächen. Ja, bei mir ist heute ein Handwerker, wie er sich irgendwann mal selbst genannt hat. Sie und ich, wir würden ihn wahrscheinlich, oder was heißt würden, wir nennen ihn vermutlich eher Künstler, genau genommen Regisseur. Willkommen, Volker Schlöndorff. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe irgendwo gelesen, Handwerker haben sich selbst, Künstler ist Ihnen zu prätentiös oder was? Mochten Sie nicht? Ja, ach, das geht zurück auf, glaube ich, meinen allerersten Film und das allererste Interview. Ich fand Künstler eher beinahe anrüchig. Ja. Ich finde, man ist bodenständig und man arbeitet jetzt vielleicht nach 55 Jahren Filme machen oder länger, muss man sich dann mit dem Wort Künstler abfinden. Aber wenn man es genau nimmt, wenn man mal bei so einem Film dreht, also ich finde, da das ist ja wahnsinnig viel Handwerk. Quatsch. Also da ist ja viel Handwerk. Für mich ist nicht, dass ich mich vergleichen will, aber die großen Künstler, Leonardo oder Michelangelo, ja, das waren vor allen Dingen Handwerker, die eine Werkstatt hatten mit Lehrlingen und Gesellen. Ja. Und die mitgearbeitet haben. Und ein Filmteam ist ja, besteht ja aus allen möglichen Gewerken. Und wieso soll ich da irgendwie dann als der große Manitou darüber auf einmal Künstler sein? Dann bin ich Handwerker wie ihr auch. Wann immer man sie trifft, also ich, in den letzten Jahren haben wir uns einmal im Jahr in Hoppegarten getroffen zum Pferderennen. Man hat immer gesagt, sie sind völlig, ich kenne ja ein paar Künstler oder so, sie sind immer völlig unprätentiös und keine Allüren und sonst dergleichen. Sind Sie so ein ganz ruhiger Mensch? Oder können Sie am Set auch mal laut werden? Oh, das leider früher sehr oft. Also ich bin sehr cholerisch gewesen am Set oder auch im Leben und musste mir das regelrecht abtrainieren. Also es war sogar John Malkovich, als wir in Polen gedreht haben, für den Unhold. Vieles klappte nicht. Ja. Und dann dreht man durch und fängt an zu schreien. Und da sagte er, das war bei uns zu Hause in Chicago so. Ich kann dir nur sagen, das bringt gar nichts rumzuschreien. Ja. Und dann habe ich mir selbst zur Strafe aufgelegt, jedes Mal, wenn ich schreie oder womöglich jemanden anschreie, dann kriegt der eine Flasche Champagner. Und nachdem ich ein Dutzend Flaschen bezahlt habe, habe ich das Schreien gelassen. Das ist doch gut. Sie sind vor allem, Sie haben es gerade gesagt, seit 55 Jahren oder mehr im Geschäft. Die meisten Leute kennen Sie wahrscheinlich als Regisseur von dem Blechtrommel, erster deutscher Oscar-Gewinn. Das ist jetzt, das war 80 oder so war das, über 40 Jahre her. Das ist, jetzt auch schon sehr lange her. Und dann haben Sie fragt man sich natürlich, was hast du denn seitdem gemacht? Sie haben seitdem sehr viel gemacht, aber Sie haben vor allem, sollte meine Frage werden, Sie haben vor allem Buchverfilmung gemacht. Also die Blechtrommel ist schon erwähnt. Dann ich habe es Ihnen, glaube ich, schon mehrfach gesagt, meiner Lieblingsfilmer, Homo Faber, großartiges Buch und noch vielleicht viel großartigerer Film, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Haben Sie, also ist doch zum einen, habe ich mir dann überlegt, wenn man eine Buchverfilmung macht, kann es erstens ja sehr einfach sein, möglicherweise, weil man hat ja das Buch schon fertig. Andererseits ist es doch eine ziemliche Herausforderung, weil man ja doch mindestens so gut wie das Buch sein möchte. Ja, das ist das Schlimme. Ja. Wenn Sie ein Originaldrehbuch schreiben, dann wird nur über den Film gesprochen. Genau, dann ist es ja wenn man aber ein Buch verfilmt, dann kann ja jeder Zuschauer vergleichen und sagen, Daumen rauf oder runter. Ja? Also man macht es sich eigentlich schwer. Ja. Aber nein, auf der anderen Seite eben, ich verfilme Bücher erstens, weil ich sehr viel lese, weil ich sehr gerne lese, weil mich jedenfalls in der Jugend gelesene Geschichten mehr bewegt haben als das, was mir im realen Leben zugestoßen ist. Und dann will man eben diese Geschichten weitererzählen, warum das so ein tolles Buch ist. Und damit es nicht ganz so einfach ist, nein, habe ich mir fast immer sogenannte unverfilmbare Bücher ausgesucht. Nein, Katharina Blum war sehr verfilmbar. Das war beinahe wie ein Drehbuch geschrieben von Böll. Aber bei der Blechtrommel oder bei Proust oder sogar auch bei Max Frisch war das nicht so klar. Und da fängt der Spaß für mich an. Das wollen wir doch mal sehen. Also das ist so, wie wenn Sie auf den Eiger steigen wollen, aber dann nehmen Sie die Nordwand. Die Lust an der eigenen Kreativität und vielleicht das doch noch ein bisschen weiterzudrehen, ja? Ja, weil nur wenn es schwierig ist,
strengt man sich auch wirklich an. Das, also was man so einfach vom Blatt spielen kann und nur zu, das ist dann nur Illustration, da kommt nichts bei raus. Wenn man wirklich damit, wie man so sagt, ringen, das ist dann der Künstler, ja, der ringt damit, dann passiert auf einmal, dass man nicht nur das Buch verfilmt, sondern auch noch seine eigene Geschichte mit reinbringt, ja, und erzählt. Und das ist bei mir, bei jedem Buch gibt es einen ganz persönlichen Zugang. Deshalb habe ich auch jetzt nicht, hätte mir ja aussuchen können, ich verfilme, weiß ich, Thomas Mann, alle Werke oder so, ja, dass man bei einer Sache bleibt. Nein, ich habe immer die Bücher mir ausgesucht oder die haben mich ausgesucht, haben mich angesprungen, haben verfilmt werden wollen, weil dann ein Stück meiner eigenen Geschichte ich da drin wiedergefunden habe. Ja. Also es hat angefangen mit meinem allerersten Film, das war ja eine Internatsgeschichte, der junge Törleß. Ja. Ich war selbst ein paar Jahre vorher noch, war ja mit 25 den Film gemacht, also ein paar Jahre vorher war ich noch im Internat. Das ist eine Welt, die ich gut kannte und da habe ich gesagt, okay, da kann ich ansetzen. Sehr gut. Später hat sich immer wieder ein Bezug hergestellt zu den Filmen und gerade bei dem von Ihnen geliebten Homo Faber mit Sam Shepard. Da ist es mir in New York passiert, da war ich auch groß aufgebrochen mit großem Anspruch, wie der Ingenieur Faber, ja, der meint, er kann die Welt, der hat die Welt im Griff. Und auf einmal habe ich gemerkt, in New York nach dem dritten amerikanischen Film, ich hatte die Welt überhaupt nicht im Griff. Da bin ich also sozusagen, hatte ich das Gefühl, ich bin gescheitert. Und da habe ich mich auf einmal erinnert, ach, naja, du bist ja genau wie Homo Faber. Und habe mir das Buch noch mal besorgt und nachgelesen. Und Gott sei Dank waren die Rechte noch frei. Und da konnte ich das alles damit irgendwie abarbeiten. Mir geht es manchmal so bei, besonders wenn man vergleichen kann. Also das letzte war zum Beispiel das Parfüm, großartiges Buch. Den Film fand ich, naja, ganz, ganz nett. Aber ich fand, der ist dem Buch überhaupt nicht nahe gekommen. Oder auch zum Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Verfilmungen vom Alten Mann und das Meer. Einmal, glaube ich, mit Spencer Tracy. Und ja, ja, den habe ich gesehen. Ja, der ist großartig, der bessere, finde ich. Und der andere ist mit Anthony Quinn, ne? Ja. Oder auch zum Beispiel die unterschiedlichen Verfilmungen von Florian Greh. Also da ist schon sehr viel, was man selbst mit einbringt auch, ja? Ja, also das Buch alleine ist nicht schuld, ja, wenn der Film gut wird und auch nicht, wenn, ja, er schlecht wird. Sondern das ist schon immer, wie sich jemand einen Text anarbeitet und was er daraus machte. Und ich kann mir fast alle Filme, die ich gemacht habe, auch vorstellen, wenn ein anderer die machen würde und sich damit auseinandersetzt. Nur die Blechtrommel kann ich mir nicht vorstellen, wegen David Bennett. Weil ich sage, so einen Jungen wird man nie wieder finden, der genau das Alter, genau die Größe und den Charakter hat, um diese, das ist ja doch eine Kopfgeburt gewesen, dieser Zwerg, der schreit und trommelt und alles und nicht älter wird und ewig der dreijährige Knirps bleibt und gleichzeitig schlauer ist als alle anderen. Das war ein einmaliger Glücksfall. Wenn Sie anfangen, mit so einem Film zu machen, Sie haben jetzt ein Buch oder haben einfach mal ein Drehbuch ohne Romanvorlage sozusagen, wissen Sie dann immer schon, wie es zu Ende geht? Nein, ich weiß, bis ich das Drehbuch geschrieben habe, alleine oder hoffentlich mit einem Mitarbeiter, bis man das vorliegen hat. Das heißt, beim Schreiben stellt man sich ja den Film vor. Mhm. Und das Drehbuch ist für mich nur eigentlich aufgeschrieben, wie ich mir den Film vorstelle. Ja. Und wenn man das dann liest, dann weiß man, also ein bisschen es geht oder es geht nicht. Ein bisschen wie ein Hörspiel, was dann Bilder im Kopf macht, ja? Ja, es ist erst nur der Test, kann man das überhaupt umsetzen? Mhm. Und manche Projekte habe ich auch abgebrochen, weil schon das Drehbuch war nicht überzeugend. Aber wenn es nicht, warum haben Sie es denn überhaupt angefangen? Ja, naja, weil mich das reizt. Ja. Also, wollen wir doch mal sehen, ob das geht. Ja. Und dann ging es doch nicht. Ja, und zum Beispiel bei der Blechtrommel habe ich lange gedacht, es wird sehr, sehr schwierig. Man musste, wenn man dem Roman folgen will, und das, ich mache ja
verfilme ja keinen Roman, um ihm nicht zu folgen, sondern ich verfolge ihn, weil ich ihn liebe. Also versuche ich, das, was ich an dem Roman liebe, weiterzugeben. Er wird nicht verschlimmbessert. Nicht ihn kaputt zu machen. Ja, aber das Buch von Günter Grass, der Roman, hörte ja nicht wie der Film 1945 auf mit der Flucht aus Ostpreußen, sondern ging noch weiter die ganze Nachkriegszeit dann in Düsseldorf und so weiter. Und bis wir, und das haben wir natürlich alles versucht zusammenzuhalten. Und es ging nicht, bis dann eines Tages die Entscheidung fiel, Mensch, wir müssen einfach nur dieses Segment nehmen. Ja. Und das merkt man nur beim Arbeiten. Und wenn man merkt, es geht nicht, ja, dann muss man es aufgeben. Also. Was macht für Sie den Reiz am Film aus? Also Sie kommen ja aus einer Medizinerfamilie, ne? Und sind dann aber irgendwie in Paris, haben Sie mehrere Filmleute kennengelernt. Waren Sie so ein fleißiger Kinogänger? Nein, ich bin ja in Schlangenbad im Taunus aufgewachsen. Da war gar kein Kino zur Schule in Wiesbaden. Da musste man aber den Schulbus nehmen. Also es war schon schwierig. Trotzdem habe ich damals 2-3 Filme gesehen. Als 15-Jähriger, 16-Jähriger. Also die Odd Man Out, einen britischen Film. Die Faust im Nacken mit Marlon Brando. Korruption in den Gewerkschaften im Hafen in Brooklyn. Und das sind Filme, die mich so erschüttert haben, auch die barfüßige Gräfin übrigens, obwohl ich nichts davon verstanden habe, dass mich das gereizt hat, Film zu machen. Also das war schon bevor ich bin nach Frankreich, weil ich zum Film wollte und in Deutschland nicht wusste damals, 1955, 56, war einfach kein Einstieg, ja. Sie sind dann ja in Amerika gelandet oder irgendwann nach Amerika gegangen mit dem Oscar-Erfolg, aber dann zur Wende wiedergekommen. Warum? Haben Sie dann gesagt, Sie hatten irgendwann gesagt, Sie wollen in Amerika bleiben, wollen da leben und arbeiten und sind dann doch wiedergekommen. Hat Sie es gereizt, nochmal was Neues gemacht, zu machen? Ich bin vieles im Leben sind ja Zufälle, die einen, vor allen Dingen beim Film. Und da kriege ich plötzlich das Angebot, den Tod des Handlungsreisenden mit Dustin Hoffmann und Malkovich zu machen. Da sagt man, ich spinne wohl, wieso, wie kommen die denn auf mich? Überlegt das hin und her und dann habe ich das da gemacht und da habe ich mich so wohl gefühlt, auf einmal in Amerika, das war ja in New York, zu arbeiten, ich mir gesagt habe, hier bleibe ich. Und dann war auch gleich ein nächstes Angebot und dann war wieder ein nächstes Angebot und das nächste war dann die Geschichte der Dienerin. Und da sind wir, um eine Preview zu machen, den Film zu testen, von New York nach Boston geflogen. Da geht man dann irgendwo in Amerika abends in ein Kino, in der Shopping Mall oder so und sagt den Leuten, also wenn ihr sitzen bleibt, gibt es jetzt noch einen Film umsonst. Ihr müsst nur nachher Kärtchen ausfüllen, wie ihr es gefunden habt oder mit uns reden. Und auf dem Shuttle-Flug von New York nach Boston sagt der Captain auf einmal, Ladies and Gentlemen und so weiter, die Mauer ist gefallen. Und in Berlin. Das war eine Pan Am-Maschine und dann habe ich mir gleich gedacht, ach, das war vielleicht einer von den Piloten, die hier immer Pan Am hat ja den Tempelhof gemacht. Ja. Ja, und im gleichen Moment war mir klar, was machst du denn hier in New York, also in Amerika? Du musst doch nach Berlin, da wird jetzt los was sein. Und hatte aber eben den Vertrag, diesen Film zu Ende zu machen. Und deshalb bin ich dann erst 1991 hergekommen. Aber das war für mich ganz klar, das habe ich auch nie bedauert, dass Berlin jetzt eine aufregende Stadt werden würde. Das ist was passieren für Geschichten, wenn man plötzlich, also wieder hat eine Batterie mit Plus und Minus und man nimmt in der Mitte das Ding raus und jetzt geht der Strom hier zwischen Ost und West und diese beiden Gesellschaften und wir merken es ja heute, mehr als 30 Jahre später, ist da immer noch Auseinandersetzung, es ist immer noch nicht klar, das konnte man nicht vorhersehen, ja. Und heute leben Sie in Babelsberg, da wo viele Ihrer Vorgänger oder Filmvorgänger gelebt haben, ja? Auch das war nicht geplant. Ich bin her,
hergekommen, um Film zu machen. Wohnen Sie zufällig jetzt in irgendeinem alten Haus, wo vorher auch ein Filmmann gewohnt hat? Da hat kein Filmmann drin gewohnt, aber tatsächlich ist es einen halben Kilometer vom Studio entfernt. Weil als ich dann hier war, um Film zu machen, hieß es auf einmal hier Studio Babelsberg, das ist in Gefahr. Also die UFA-Studios, DEFA-Studios sind in Gefahr, abgewickelt zu werden und Treuhand und hin und her. Und da habe ich mich mit anderen, auch Peter Fleischmann vor allen Dingen, da eingemischt und gemacht. Und dann, als es tatsächlich passiert ist, dann hieß es ja, jetzt müssen Sie aber auch der Geschäftsführer sein, jetzt müssen Sie das auch machen. Darüber reden wir gleich weiter. Da war ich also gefangen. Und dann habe ich mich natürlich umgesetzt, geschaut. Inzwischen war ich verheiratet und hatte eine einjährige Tochter. Dann muss ich auch möglichst nah am Studio leben. Und dann habe ich das Glück gehabt, sozusagen am Ende des Geländes, am Ufer des Griebnitzsees, so ein Familienhaus aus den 30er Jahren, überhaupt keine Filmdieven-Villa. Nee. Die sind nebenan, Marika Röck und Sarah Leander und so weiter. Da war ja unter anderem, oder ist auch unter anderem ja die Villa, in der Stalin gewohnt hat, glaube ich. Ne? Zur Potsdamer Konferenz. Stalin-Villa, Truman-Villa und Churchill-Villa. Ja. Die haben sich natürlich die Besten rausgesucht. Naja, seinerzeit waren ja da auch da war viel weg. Ja. Wir reden gleich weiter. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder hier bei unserem Hauptstadtgespräch. Bei mir Volker Schlöndorff, Regisseur und, man muss es ja noch mal sagen, erster deutscher Oscar-Gewinner, schon ein bisschen her, hat aber seitdem viele, viele großartige Filme gemacht. Und er hat großartigerweise mitgeholfen, dass aus Babelsberg wieder wird, was aus Babelsberg schon immer werden sollte oder was es früher in den 20er, 30er Jahren mal war. Ich glaube, das war das erste Großstudio überhaupt in der Welt, ne? Ja, das kann gut sein. 1911, hat man also ja da überall... Also da war in Hollywood noch gar nicht so viel los. Nee, da fingen die gerade erst an. Ja, ein paar Jahre später, glaube ich sogar. Ja. Sie haben es dann ja im Prinzip nach der Wende wieder mit aufgebaut. Viel ist da produziert worden. Mir fällt jetzt gerade Inglourious Basterds ein, ne? Ja. Als ein großer Film. Sie könnten wahrscheinlich noch mehrere aufzählen. Jetzt ist es ein bisschen ins Trudel gekommen, ne? Naja, ein Studio ist ein Studio, das heißt, es sind einfach vier Wände, es ist eine leere Halle. Man muss es mieten und man muss es mieten wollen. Man muss es mieten wollen und dann muss man die Handwerker haben, die da Dekorationen reinbauen, die überzeugend sind, und dann muss man auch noch die Techniker haben, die den Film herstellen können. Früher war das alles unter einem Dach. Deshalb war das so wichtig. Also dieses Studio ist ja dann von der UFA übernommen worden, beziehungsweise die UFA ist gegründet worden, da Leben reinzubringen. Ist die UFA von Goebbels übernommen worden. Auf einmal ist aus dieser ganzen normalen, tollen Filmproduktionsgesellschaft eine Nazi-Produktionsstätte geworden. Und da wurde noch gedreht bis 1945, als die Russen einmarschierten, so ungefähr, und ging dann nahtlos weiter, zunächst unter sowjetischer Regie, und daraus wurde dann, als die DDR gegründet wurde, 1949, wurde dann die DEFA. Ich glaube, die Mörder sind unter uns, war, glaube ich, der erste Film. War der erste Film mit Staudt. Nee, Staudt, Entschuldigung, nicht Staudt. Aber Metzig hat auch Ehe im Schatten so weiter sehr früh da angefangen zu drehen. Ja, dann ist es die Identität auf einmal der DDR geworden. Mhm. Und hätte nach dem Willen der Westberliner Studios, weil hier gab es ja Atze Brauner mit CCC und den Tempelhof, Galisius, die sich ja auch noch UFA nannte. Ja. Und inzwischen gab es aber Filmproduktionen in Hamburg, vor allen Dingen in München schon immer, aber Nordrhein-Westfalen, die haben ja nun von Kohle und Stahl umgestellt auf Medien. Ja. Ja, und alles darauf, und keiner von denen wollte natürlich, dass jetzt auf einmal diese alte UFA noch mal immer zur Konkurrenz wird.
Und ich habe wirklich versucht, Ihnen zu sagen, aber das ist unvermeidlich. Dieses Studio liegt in Berlin oder vor den Toren von Berlin. Da kommen zwei Großstädte zusammen mit zwei Theaterkulturen, mit zwei Opernkulturen, mit den Künstlern und den jungen Leuten, die alle hierher kommen. Es ist unvermeidbar, dass Berlin der Mittelpunkt werden wird für Filmproduktion. Ja, da haben die gekämpft, auch natürlich mit ihren politischen Mitteln, dass dieses Studio nicht hochkommt. Aber Gott sei Dank hatten wir sehr großzügige französische Investoren. Und deshalb bin ich dahin gekommen, weil die kannten mich, die wussten, ich spreche Französisch und bin sozusagen auf ihrer Wellenlänge. Und haben auf Teufel komm raus da investiert. Also damals waren das 500 Millionen Deutschmark, aber auch heute wäre das immer noch ein riesiger Betrag, den natürlich keine deutsche Firma bereit gewesen wäre, da reinzustecken. Und es ist auch 10 Jahre lang sah das aus, dass es ein Verlustgeschäft ist. Es ist alles in Sand gesetzt. Und dann ist, weil Berlin ja doch Schwierigkeiten hatte, in die Gänge zu kommen. Und erst nach 2000, als Berlin auf einmal arm, aber Hauptstadt, sexy und Hauptstadt und wirklich als Hauptstadt sich und alle hierher kamen und das Ausland hierher geschaut hat, da wollten auf einmal die Ausländer alle in Berlin Film drehen. Mhm. Und das hat das Studio groß gemacht. Das waren keine deutschen Produktionen. Das war Quentin Tarantino, das war Anno mit dem Stalingrad-Film. Operation Walküre mit Tom Cruise ist da gedreht worden. Sogar Spielberg kam. Ja. Weil die, sagen wir mal so, denen war der Mythos was wert. Ja. Ach, das ist das Studio, wo mal der Blaue Engel und Marlene Dietrich und Metropolis. Ja, ist ja dann oft dachten so, dass die, wenn man da dreht, dann passiert automatisch ein guter Film. Ja, dann werde ich inspiriert. Das ist ja manchmal so, dass der Rufer im eigenen Land nichts gilt. Ne? Ja, also das war in Deutschland nicht so leicht wie im Ausland. Ich glaube, Babylon wird jetzt auch. Ja, das ist jetzt das aktuell allerletzte und tollste ist Tom Tykwer mit Babylon Berlin. Da hat er auch das Studio mit seiner neuen Direktion. Hat dann ein paar Mal die Hand gewechselt. Ich bin ja nur 8 Jahre geblieben, sozusagen den Aufbau bis 2000. Und dann, Gott sei Dank, ich mache ja lieber Filme, als Manager zu sein. Babylon Berlin war also wirklich nochmal ein Glücksfall für das Studium, wurde ja ganz Alt-Berlin noch mal aufgebaut. Nun ist es ja so, dass Babylon ist ja auch eine Serie und ich habe irgendwo gelesen, die eine oder andere Netflix-Serie wurde da ja auch gemacht, aber Sie sind nicht unbedingt so der Freund von Netflix-Serien. Als Macher nicht. Anschauen tue ich mir das schon. Ja, vor allen Dingen Babylon Berlin habe ich mir Berlin angeschaut. Auch, aber, früher also, Breaking Bad. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also bei manchen, also ich bin überhaupt nicht der Serienschauer sozusagen. Nein. Weil bei manchen Serien, wenn ich dann 4, 5, 10 Folgen sehe, denke ich mir immer, na gut, da hätten wir auch einen Dreiteiler draus machen können. Gut, also die sind daraus ist es ja entstanden. Ey, aber selbst ein Dreiteiler sind immer so künstlich aufgeblasen, muss irgendwie rund sein. Ja, da bin ich ja, habe ich immer mal gegen protestiert. Ich wollte die Päpstin den Roman verfilmen und wir hatten ein schönes rundes Drehbuch und dann kam auf einmal, ach nee, dann machen wir doch einen Dreiteiler fürs Fernsehen draus noch nebenbei. Sage ich ja, aber die Geschichte, nee, das kann man doch alles verlängern, so wie man mal eine Suppe früher mit Wasser verlängert hat. Ja, und irgendwie macht's ja keinen Spaß. Da habe ich mich völlig überworfen. Nein, als Zuschauer gucke ich immer mal rein. Aber am Ende war die Päpstin ja ein Film. Bleibe ich hängen. Aber Herr Schlöndorff, am Ende war die Päpstin ein Film in einem Film. Ja, nein, aber die haben einen Dreiteiler draus gemacht, nur der ist dann nie gesendet worden. Ach so, Film. Weil die Brühe war zu dünn geworden. Ja. Gut, also Sie hatten unterm Strich recht. Nein, das ist aber eine Temperamentssache. Ja. Und vor allen Dingen, schauen Sie, ich habe 1960 habe ich meine erste Regieassistent gemacht. Also das waren eben noch die Zeiten, wo ein Film und der ist rund und der ist maximal damals 2 Stunden lang. Das ist ein Stück, wenn man den gesehen hat, dann kommt man raus, dann will man noch auf der Straße drüber drehen, man ist bewegt oder man lacht noch mal bei Billy Wilder im Nachhinein.
Der Film als ein Unikat, damit bin ich aufgewachsen. Und deshalb kann ich jetzt nicht im hohen Alter plötzlich hier auf das Serienpferd aufspringen. Aber nochmal zurück, nochmal nach Babelsberg. Nun hatten wir ja Corona, das war relativ schwierig. Und dann den Autorenstreik in den USA, was auch die eine oder andere Produktion verlangsamt hat zumindest oder so. Jetzt gibt es neue Eigentümer und da wird gemunkelt, ja, die wollen am Ende nur das Grundstück haben. Ja, das wollten schon immer alle. Aber nein, als die Franzosen von der Treuhand das übernommen haben und ich das ja mitverhandelt habe, da ist es so, das ist ein Riesengrundstück, 47 Hektar. Mhm. Und wir haben genau angeschaut, wie viel braucht ein Studio mit den Hallen ja auch, die auch denkmalsgeschützt sind. Also haben wir, glaube ich, runtergerechnet auf 17 Hektar. Das heißt 30 Hektar und das ist eine Menge Zeug. Ja. Das waren 600.000 BGF Bruttogeschossfläche, die man als Immobilie vermarkten konnte. Nur damals gab es gar keine Nachfrage nach Immobilien. Heute sind jetzt alle, glaube ich, die letzten Straßen bebaut worden. Ja, von Potsdam. Also wenn man dann eine Wohnung sucht, ist das unmöglich. Ja, und das ist jetzt im letzten Jahr geschehen. Also das war schon immer. Nur das Rumpfstück, was bleibt und was für ein heutiges Studio durchaus ausreicht. Man will ja nicht mehr die Wüste Gobi auf dem Hinterhof des Studios drehen, sondern da fährt man halt in die Wüste Gobi. Ja. Ja. Und was jetzt, also mehrfach hat es Besitzer gewechselt, noch nach den Franzosen. Und wie das, genau wie beim Restaurant, der erste macht pleite, der zweite auch, der dritte schafft so gerade und der vierte macht dann einen Erfolg aus dem Restaurant. Ja. Und so ist es ungefähr mit dem Studio gegangen. Und gerade jetzt, wo es den Erfolg hatte, logisch, hätte ich auch gemacht, haben die Besitzer verkauft. Jetzt ist der günstige Moment. Und der Käufer, da sind wir alle noch im Unklaren, der kommuniziert nicht. Also da ist dann erst ist das Gerücht aufgetreten, der will gar keinen Studiobetrieb hier machen, sondern der ist nur an dem Land interessiert. Ja. Nur das Land kann man gar nicht verwenden. Das ist zu 80% mit Gebäuden, die denkmalgeschützt sind. Also man kann da jetzt keine Wohnung draus machen. Man kann da eigentlich nur Film machen. Ja. Ob die das beim Kauf wussten oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aufgrund auch jetzt der Unruhe, die in der Politik entstanden sind, weil sowohl der Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg. Brandenburg, also in Potsdam sitzend für den. Er hat gesagt, ja, was passiert denn hier? Es ist ja auch ein großer Arbeitgeber für uns gewesen. Zum Schluss haben wir... Imagefaktor für die Stadt. Ja, Imagefaktor, das Studio, aber das sind auch 3.000, 4.000 Arbeitsplätze mindestens und bei Produktionen dann noch mehr. Ja, und dann sogar der Bundeskanzler Scholz hat sogar den Betriebsrat besucht. Ja, weil zufällig das sein Wahlkreis ist. Also er hatte auch ein Interesse daran, dass das Studio weitergeht. Und durch diese politische Aufmerksamkeit ist den amerikanischen Käufern auch auf einmal klar geworden, wir können ja nicht machen, was wir wollen. Das hat hier eine große Sichtbarkeit. Ich glaube, sie sind jetzt dabei, sich mit dem, nicht nur mit dem Betriebsrat, was sowieso schon ein Unding für einen Amerikaner ist, was heißt hier Betriebsrat? Gibt es gar nicht in Amerika. Die haben von Mitbestimmung, das gibt es nicht. Das ist für die schon Kommunismus. Ja, absolut, ja. Jedenfalls, da ist jetzt doch die Hoffnung, dass die das nochmal wieder neu anfangen und vielleicht dann gleich auf Serien sich konzentrieren und nicht mehr wie wir das alte Unikat, den großen... Ja, gute Zeit und schlechte Zeit, läuft ja da ewig. Ja, das läuft seit unseren Anfängen. Das läuft ewig. Zum Schluss habe ich noch ein Zitat von Ihnen gefunden,
Und die Frage dazu, Zitat ist, je öfter man Identität verliert und sich eine neue schafft, desto fester wird man. Wie oft haben Sie überhaupt jemals Ihre Identität geändert oder sie verloren? Jetzt sage ich nicht, was die Politiker immer sagen, ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, nein. Ja, wahrscheinlich. Nein, ist nicht ganz richtig. Je öfter man Identitäten dazu gewinnt, ja, umso reicher wird man. Das ist ja so, also man wird die Jungfräulichkeit, die verliert man, die muss man auch verlieren. Aber die Identität, als ich zum ersten Mal von Deutschland nach Frankreich gegangen bin und sozusagen so ein kleiner Franzose wurde, da haben sogar mein Vater und Freunde gesagt, ja, du verlierst dich, die Welschen übernehmen dich. Dann habe ich hier in Deutschland gearbeitet und dann war der junge deutsche Film, das war die Identität, der junge deutsche Film. Da habe ich auf einmal internationale Filme gemacht. Ja, mach das nicht, du verlierst deine Identität, deine kulturelle, wenn du jetzt auf einmal Filme machst. Immer dazugelernt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, je mehr man Identitäten hat, am einen Ort die eine und im anderen Land die andere, je mehr Kulturen hat man, das ist ja nicht ein Chamäleon, was man dadurch wird, sondern man hat ja, oder wenn man eine Zwiebel ist, dann hat man eben so viel mehr Schalen. So viele heute. Mir macht das gar nichts aus. Ich spreche 3-4 Sprachen, aber so fließend, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss, weil ich in diesen Kulturen bade und mir das Spaß macht. Ja, wenn ich, also Sie denken dann auch in der Sprache? Ich denke dann und träume dann auch in der Sprache, ja. Wo immer Sie sind. Ja. Vorher haben Sie mir erzählt, Sie arbeiten an einem neuen Film, darüber reden Sie aber noch nicht, weil bringt Unglück. Ich habe ja zuletzt einen Dokumentarfilm gemacht, Der Waldmacher, ganz, ganz wichtig für mich in Afrika, Landwirtschaft, wie können die sich ernähren, wie kann Afrika überleben, wie kann Afrika sich selbst ernähren, statt auf den Weizen aus der Ukraine zu warten. Das ist alles möglich, das ist so ein Aktivismus, den mache ich nebenbei noch. Aber da habe ich 3 Jahre mit verbracht. Ich will jetzt wieder einen Spielfilm machen. Ich merke, ohne Arbeiten kann ich gar nicht. Da werde ich verrückt, da drehe ich durch. Unerträglich für alle, ist mir bestätigt worden. Also Gott sei Dank, jetzt hat er wieder ein Projekt. Und es ist auch ein Projekt, für das ich sehr brenne. Übrigens wieder ein internationales, fast italienisches. Aber weiter sage ich doch nichts. Wir sind gespannt. Und wenn Sie mehr über Volker Schlöndorff wissen möchten, können Sie auch ins Filmmuseum in Berlin am Potsdamer Platz gehen, weil ein Teil seines, wie heißt das, Vorerbes oder Vorlass. Vorlass, ja. Genau. Ich bin jetzt nicht aus Wort gekommen. Vorlass, der liegt da schon. Aber wahrscheinlich. Aber der größte Teil liegt in Frankfurt, in meiner hessischen Heimat. Der größte, der kommt dann irgendwann. Also da noch viel mehr. Danke, Volker Schlöndorff, dass Sie da waren. Danke, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg für den neuen Film. Wann ist der fertig? Man weiß es nicht. In einem Jahr drehen, hoffentlich. So lange dauert das. Also ist noch vorbereitet. Ich dachte, Sie drehen schon oder so. Nein. Also, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, mach's gut.